Hallo und herzlich willkommen im Wald und zu meinem ersten Video. Ich bin der Ben und ich erzähle euch heute mal was über Messer. Ganz innovativ, ich weiß, aber die meisten Bushcraft, Survival, Outdoor, sonst was Begeisterte versuchen immer das optimale Messer zu finden, mit dem sie dann optimal alles machen können. Das geht nicht. Ein Messer ist zwar ein relativ vielseitiges Werkzeug, aber es gibt kein Messer, das für alles perfekt geeignet ist. Wie bei allen anderen Dingen auch, gibt es einfach keine eierlegende Wollmilchsau. Genauso ist das wie bei Messern und ich für meinen Teil nehme deshalb einfach immer zwei Messer mit. Eins für grobe Arbeiten und eins für feine. Und zwar handelt es sich um zwei sehr günstige Messer, die wirklich noch mit einem kleinen Geldbeutel für jeden zu haben sind und selbst zusammen noch erheblich weniger kosten als ein Hochleistungs-High-End-Messer, das man im Wald liegen lässt und dann sind 300 Euro Flöten. Natürlich kann man sich auch ein super tolles Messer kaufen, aber für den Anfänger, und für den ist dieses Video gedacht, taugen meiner Meinung nach diese beiden Messer bzw. Messertypen doch am ehesten. Zumal sie etwa 20 Euro und exakt 35 Euro kosten. Also zusammen 55 Euro und dafür gibt es noch kein richtiges, reines Hochleistungsmesser, mit dem man angeblich fast alles tun kann, was sowieso nie zutrifft. Zum einen handelt es sich hier um ein Opinel Nummer 12. Die 12 steht für 12 cm Klingenlänge. Ich habe das Ganze noch ein bisschen individuell angepasst, indem ich noch ein bisschen am Griff rumgefeilt habe, weil ich der Meinung bin, dass er so besser vor allen Dingen in meiner Hand liegt. Habe hier hinten noch das Ende ein bisschen abgerundet, weil es dann auch besser im Handballen liegt und man das Ganze dann sehr gut so halten kann. Und wenn man das Ganze dann noch ein wenig schmälert, finde ich, liegt das Ganze deutlich besser in der Hand. An der Klinge habe ich nichts verändert und es ist auch ein sehr altes Modell und hat noch nicht die Sicherung, um das Messer im geschlossenen Zustand zu sichern. Opinel habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gesehen. Kommt aus Frankreich, ist ursprünglich ein Hirtenmesser, seit ungefähr 100 Jahren im Einsatz, wurde zeitweilig sogar von der Fremdenlegion als Militärmesser verwendet. Das Schöne ist, die älteren Modelle sind meistens vom Holz, ist das Holz relativ weit auseinander, sodass man das Messer per Einhandvorrichtung quasi öffnen kann. Das sollte man allerdings niemandem verraten, dass das geht, weil damit ist das Messer dann ja quasi schon wieder illegal, weil es sich einhändig öffnen lässt. Das darf man ja nicht laut deutschem Waffengesetz, was natürlich Unsinn ist meiner Meinung nach, aber gut, Recht ist Recht. Sichern lässt es sich trotzdem wie auch die neueren Modelle mit dem entsprechenden Drehring hier oben. Wenn er noch diese Einkerbung hat, kann man es halt wie gesagt auch im geschlossenen Zustand auch entsprechend sichern. Alle Opinel-Typen, die gibt es von 4 bis eben 12 cm, gibt es sowohl mit rostender Carbonklinge und rostfreier Edelstahlklinge. Das hier ist das rostende Modell, wie man sehen kann, da die Klinge schon relativ matt ist. Ich habe mich nie besonders darum gekümmert, weil das Ganze eben ein Arbeitsgerät ist, wie man auch schön erkennen kann, dass mir nämlich mal die Spitze abgebrochen ist, weil ich das Messer dummerweise einer Frau ausgeliehen habe. Niemals Outdoor-Ausrüstung an, nein, natürlich nicht, aber in diesem Fall war das nicht so eine gute Idee. Opinels können sehr, sehr scharf geschliffen werden und sind dann also wirklich für alles bis auf Rasieren geeignet. Theoretisch kann man sich damit auch rasieren, aber was soll das? Sie eignen sich super als Schnitzmesser, haben eigentlich einen relativ harten Stahl, allerdings eben nicht sehr schnitthaltig und durch den sehr scharfen Anschliff eignen sie sich also wirklich hervorragend eben für feine Arbeiten, Schnitzereien. Die Klinge ist natürlich sehr dünn, wie man hier sehen kann, und bricht entsprechend auch relativ leicht ab, was ja auch mit der Spitze entsprechend passiert ist. Das ist also ein sehr gutes Beispielmodell. Man kann die Klinge völlig verhunzen, man kriegt sie immer wieder scharf geschliffen. Man muss sie relativ häufig schleifen, aber gut, das ist halt dann nun mal in Kauf zu nehmen, wenn das ganze Messer um die 20 Euro kostet. Die kleineren Modelle, die dann auch deutlich legaler sind, sind nochmal erheblich billiger. Man bekommt Opinels mit 7 cm bzw. 8 cm Klingenlänge, glaube ich, schon für unter 10 Euro, wenn man weiß, wo man sie genau kaufen soll. Nachteile des Opinel liegen in jedem Fall darin, dass der Buchenholzgriff, wenn er feucht wird, aufquillt. Das hat Holz nun mal so an sich, dass es das tut. Das führt dazu, dass die Klinge dann im Griff stecken bleiben kann und quasi nicht mehr zu öffnen oder halt fast nicht mehr zu schließen ist. Hatte ich einmal in Schweden, ist mir das passiert, das war dann doch etwas unangenehm, weil ich wirklich keine Chance hatte, mein Messer irgendwie aufzubekommen.
Heißt, man hat halt einfach den Nachteil, dass man wirklich dafür sorgen muss, dass das Messer trocken bleibt. Man kann es auch imprägnieren, mit Schuhwachs einwachsen, Bienenwachs einwachsen, Harz drüber schmieren, einölen, Ballistol. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hilft alles ganz gut, und solange das Ganze nicht wirklich richtig ins Wasser fällt oder man es in der feuchten Wiese liegen lässt und ähnliche Späße damit betreibt, müsste es eigentlich ganz gut funktionieren, dass man vermeidet, dass es aufquillt. Wie gesagt, mir ist es jetzt einmal passiert. Ich habe es aber nie sonderlich gepflegt, und das ist eins meiner ältesten. Also selbst wenn man die Klinge wirklich nicht einölt und ähnliches, oxidiert sie bis zu diesem Maß, was man hier sehen kann, und dann ist aber auch Schluss. Anderer Nachteil ist natürlich, dass das Messer eben nicht sonderlich solide ist, aber wie gesagt, es gibt keine eierlegende Wollmilchsau, es handelt sich hier um ein Schnitzmesser. Das ist nicht zum Hacken und nicht zum Spalten und nicht zum Baitening und was auch immer gedacht. Ist auch ganz gut für Tiere ausnehmen, theoretisch, aber da ist der Holzgriff sehr schlecht, wenn man mit blutigen Händen da sehr schnell abrutscht und dann auch in das Messer rein, weil eben keine Parierstange vorhanden ist, es sei denn, man schnitzt sich hier entsprechende Objekte hinein, aber auch dann gibt es dafür wirklich bessere Messer, aber gut, für ein Kaninchen oder ähnliches würde es reichen. Der Holzgriff ist sehr leicht in jedem Fall, und das macht es zu einem wirklich enorm leichten Messer, das man auch wirklich immer dabei haben kann, und sofern es sich eben nicht wie mein Exemplar durch ein schlackerndes Handgelenks öffnen lässt, ist es auch noch vom Waffengesetz abgedeckt, und zwar so gerade eben, weil bis 12 cm ist ja okay, bei mir fehlen ungefähr 2 mm Spitze. Passt, macht 11,8 cm, also legal. Unter Opinel-Freunden gilt das Opinel 12 übrigens als der will wohl irgendwas kompensieren, weil es halt eben das Größte ist. Sozusagen der Porsche unter den Opinels. Und das zweite Messer, das man dann sekundär dabei haben könnte, wenn man wirklich vorhat, auch gröbere Aufgaben auszuführen, das hat man ja normalerweise nicht immer vor, wenn man einfach nur einen Waldspaziergang macht, sollte man dieses Ding hier nicht mitschleppen, ist das Glock 82, glaube ich, auch Glock Feldmesser oder Glock Militärmesser genannt, in der Zivilausführung mit Raspel am Rücken. Es handelt sich tatsächlich, um das gleich vorwegzunehmen, um eine Raspel. Das soll gar keine Säge sein. Die ist zum Zunderraspeln gedacht, dass man an einem entsprechenden Trockenast mit diesem Ding feine Holzfasern abraspeln kann und diese dann als Zunder verwenden. Das ist die Funktion der sogenannten Raspel. Also es ist keine Säge. Leute, die sagen, die sägt nicht, das stimmt, das ist ja auch keine Säge. Also so viel zu dem Thema. Das Messer ist ursprünglich das österreichische Armeemesser vom Bundesheer. Die haben allerdings die Variante ohne Raspel hinten auf dem Rücken. Es gibt auch theoretisch noch in anderen Farben. Gebräuchlich ist in Deutschland das Schwarze, und ich finde das Schwarze ehrlich gesagt auch am sinnvollsten, weil ich kein Freund von Signalfarbe im Wald bin. Auch wieder dieses Exemplar ist relativ stark gebraucht. Es ist rostend, wie man hier an der Klinge auch ganz gut erkennen kann, an der Spitze. Wenn ich eine Brechstange brauche, nehme ich das Messer. Wenn ich eine Schaufel brauche, nehme ich auch das Messer. Wenn ich Holz spalten will, nehme ich dieses Messer. Ich mag keine Äxte. Äxte sind so groß und schwer, und da muss man die auch noch extra mitschleppen. Also wenn Holz unbedingt mal gespalten werden muss, was meiner Meinung nach sehr selten der Fall ist, dann kann man das auch genauso gut bei Datening mit diesem Messer dann tun. Das Ganze ist natürlich als Militärmesser konzipiert und hat daher eben diese lange, schmale, aber doch sehr dicke Klinge von fast einem halben Zentimeter, was es sehr, sehr stabil macht in Sachen Abbrechen. Also das passiert eigentlich nicht. Es verbiegt sich eher, als dass es abbricht. Es gibt auch auf YouTube in englischer Sprache dann diverse Härtetests, wo versucht wird, dieses Messer zu zerstören. Ist nahezu unmöglich. Natürlich wird es relativ schnell stumpf. Es ist halt einfach ein spitz zulaufendes Stück Metall, das man irgendwo reinrammen kann, sich dran festhalten kann, damit was raushebeln kann. Und die Klinge taucht dann halt immer noch wirklich als quasi Axt Ersatz. Man kann relativ gut sich im unteren Bereich der Klinge, ist das jetzt scharf oder ist das jetzt nicht scharf? Technik. Einen feineren Schleifwinkel anlegen, während man hier oben am besten den Originalschleifwinkel beibehält, damit man, wenn man es in den Boden rammt oder ähnliches, nicht allzu viel Klinge kaputt macht. Also ich nehme das wirklich für ganz grobe Dinge her, taugt auch sehr gut als Wurfmesser, ist auch wiederum sehr leicht, es handelt sich um einen sehr leichten Kunststoff. Und das Ganze ist natürlich als Kampfmesser konzipiert und dafür auch ganz gut geeignet. Irgendwie finde ich das ja ehrlich gesagt ganz cool, dass es dann doch eine gewisse Eignung auch als Waffe hat. Es gibt hier am unteren Ende die Möglichkeit, die Kapsel, die hier normalerweise drauf ist, abzumachen. Das ist relativ schwierig, da braucht man ein feines Messer, Schraubenzieher, etwas Geduld, funktioniert dann allerdings doch. Wenn sie mal ab ist, geht sie danach auch wieder relativ leicht drauf, und
etwas leichter ab, aber auch dann braucht man ein Werkzeug. Also händisch geht das nicht, wenn man sie ganz drauf gesteckt hat. Man kann dann theoretisch einen Stock reinstecken und sich aus dem Ding einen Speer bauen. Funktioniert ganz gut. Scheiße ist, wenn der Speer dann abbricht und das Holz entsprechend drin stecken lässt, das kriegt man dann wirklich nur noch mit der Bohrmaschine wieder raus. Ist mir vor 2 Tagen passiert und hatte seitdem keine Lust rumzubohren. Das Messer ist also wirklich quasi ein grobes Werkzeug als Schaufel, als Hacke, als Axt, als quasi so ziemlich alles, was man sonst so braucht, außer Schneiden. Dafür hat man es Opinel. Und damit ist dann wirklich auch die optimale Kombination meiner Meinung nach von Messern gefunden, die auch wenig kosten und alle Aufgaben, die so anfallen, für die man überhaupt mit einem Messer lösen kann, sind, glaube ich, mit dieser Kombination ganz gut gelöst. Schön wäre es natürlich, wenn es das Modell jetzt auch noch mit einer funktionierenden Säge am Rücken gäbe, weil Zunder, Raspeln jetzt nun keine so wahnsinnig nützliche Funktion ist. Ein nettes Gimmick ist allerdings hier hinten noch der Kapselheber für Bierflaschen und Ähnliches. Ist ganz lustig, braucht man natürlich nicht wirklich, aber witzig ist es. Überhaupt ist die Parierstange ganz gut geeignet. Man kann alternativ im Griff auch Streichhölzer und Ähnliches aufbewahren, wenn man das möchte. Ja. Wie gesagt, man kann. Insgesamt ist dieser doch etwas eher runde Griff ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Man kann da auch relativ gut runterrutschen. Also wenn man mit viel Druck hier, dann gleitet mein Daumen da entsprechend schon entlang. Das ist ein bisschen suboptimal. Ich habe es mal versucht mit Paracord zum Entwickeln. Dann wird der Griff aber so tierisch dick, dass es auch keinen Spaß mehr macht. Und ja. Geliefert wird das Glock-Feldmesser dann in dieser sehr praktischen, sehr schicken, wie ich finde, und äußerst praktikablen Kunststoffscheide. Dadurch, dass der Griff hier hinten dieses so locker sitzt, kann man sich auch wirklich einfach an die Badehose oder sonst wo dran stecken, wo man keinen Gürtel hat. Wenn man es zumacht, sitzt halt am Gürtel wunderbar, kann man durchfädeln, kann man aber auch einfach eben auf und zu machen und dann sehr schnell auch am Gürtel befestigen. Das hier dient dazu, wenn das Messer dann drin ist, für den entsprechenden Grip zu sorgen. Und das ist auch wirklich sehr solide und fällt auch wirklich nicht raus. Allenfalls klappert es ein bisschen. Jetzt gibt es die Leute, die behaupten, das könnte man dann nicht einhändig aufbekommen. Sehe ich nicht so, weil wenn man dann mit dem entsprechenden genug Druck dran geht, geht das auch so. Und selbst wenn, dann hat man halt mal kurz beide Hände am Gürtel, da geht die Welt auch nicht unter, würde ich sagen. Trotzdem relativ schnell zu ziehen. Ich finde dieses Geräusch, dass es dann Klick macht, beim Einrasten auch relativ hilfreich, weil man dann weiß, man hat sein Messer gesichert und es kann nichts passieren, es kann nicht rausfliegen, man kann sich nicht verletzen und es kann auch sonst irgendwie nichts passieren. Das Messer passt ganz gut auch in die Hosentasche, wenn man es an den Gürtel hängt und in die Hosentasche steckt und ein Hemd drüber hat, dann sieht es auch keiner und man kann damit ein bisschen im Wald rumlaufen, ohne gleich furchtbar Angst haben zu müssen, dass man verhaftet wird, weil man ein natürlich nicht legales Messer bei 17,5 cm Klingenlänge mit sich führt. Allgemein kann man ganz gut begründen, weshalb man so ein Messer dabei hat, indem man einfach sagt, ich mag keine Axt, ich kann mit dem Ding auch Holz spalten und will damit einfach ein bisschen rumspielen im Wald, will ein bisschen graben, will die Hänge hoch und brauchst, um die in die Hänge reinzurammen und mich dann dran hochzuziehen und solche Sachen. Also jeder, der einigermaßen Ahnung von Messern hat, wird dann kapieren, dass das mit einem Opinel nicht geht. Ah so, und die Klinge hat hier, Scheide hat hier unten auch noch ein Loch, damit das Wasser rauslaufen kann, wenn man welches reingelaufen ist. Und hier noch eine Öse, mit der man sich das Ganze noch ums Bein wickeln kann. Ich weiß zwar nicht, was für dünne Oberschenkel man dafür haben muss, dass das irgendwie Sinn macht und wie klein man als Person sein muss, dass wenn hier der Gürtel ist und hier der Oberschenkel, man es dann drum wickeln will, ohne sich irgendwelche wichtigen Körperteile abzuschnüren, also jetzt als Mann. Alternativ kann man es natürlich dann aufrecht irgendwie sich auf den Rücken hängen und solche Späße dann tun. Das geht, das habe ich auch schon ausprobiert. Ist ganz witzig, ist natürlich nicht wirklich praktikabel. Das ist dann mehr Spielzeug und Rumblödlerei und ganz lustig, aber nützlich ist das natürlich nicht. Ein Messer gehört ein Gürtel. Und außer man will jetzt irgendwie super taktisch rumrennen und den Endzeitkrieger und Ähnliches machen. Kann man natürlich tun, macht Spaß, aber muss ja nicht unbedingt sein. Interessant ist auch, wenn man versucht, mit der Kamera rumzuhantieren und gleichzeitig mit dem Messer rumhantiert, hat man sich dann doch relativ schnell mal geschnitten. Ich habe mich, seit ich mit Messern hantiere, und das ist jetzt wirklich schon ungefähr 20 Jahre her, erst ein einziges Mal geschnitten und das ist jetzt das zweite Mal. Wow! Premiere! Fast!
So, ich hoffe, das war jetzt für ein erstes Video nicht allzu mies. Angeblich sind die ersten Videos ja immer scheiße. Wahrscheinlich werde ich das auch feststellen, wenn ich mal ein paar mehr gemacht habe, dass dieses hier ganz furchtbar scheiße war. Naja, irgendwie muss man anfangen. Mehr folgt bald. Ich hoffe, ihr schreibt mir irgendwas Nettes drunter und macht ein paar schöne Anmerkungen, dass ich irgendwas anders machen soll, mich zum Beispiel nicht schneiden oder mehr schneiden oder ein Special ich schneide mir in die Hand Video machen soll oder irgendwie sowas. Ja, irgendwelche Ideen bitte gerne als Kommentar. Ansonsten gibt es ja diesen komischen Daumen, wo man drauf drücken kann, also den, der nach oben zeigt. Was übrigens ein Irrtum ist, der Daumen nach oben stellt ein erhobenes Schwert dar und heißt, der Gladiator soll getötet werden. Also da ist irgendwas ein bisschen schief gelaufen bei der Übersetzung aus dem alten Rom. Also normalerweise ist ein Daumen nach oben nichts Gutes. Ja, ich gehe mir mal ein Pflaster organisieren. Von da sieht es gar nicht so schlimm aus. So sieht es besser aus. Ja, ist jetzt nicht so dramatisch. Reicht ein Pflaster. Dankeschön fürs Zuschauen und ja, schönen Abend, was auch immer gerade ist, wenn ihr das seht. Bis bald.